Oh, 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 oh Mann. Aber schnell darüber hüpfen geht ja auch nicht, ne? Auf die linke. Denkt ihr, es klappt? Denkt ihr, es klappt? Weil wir müssen hier lenken. Mit Schwung vielleicht, hä? Was sagt ihr? Wie was? Boah, der hängt komplett runter. Oh, bremst. Oh nein. Herzlich willkommen zurück zu Eurotruck Simulator 2. Wir sind heute im neuen MAN TGX Euro 6 in der XLX-Variante unterwegs. Wie man sehen kann, hat sich einiges getan im Euro 6 MAN. Der kam jetzt frisch rein und wir sind heute auf einer ganz, ganz speziellen Karte unterwegs, nämlich auf der Karte Peru. Viele von euch werden sie schon kennen und wie man sehen kann, sieht der MAN recht schick aus. Ich zeige euch mal ganz kurz die Spezifikation, also XLX, also nicht die ganz große Variante. Wir haben das 6x2/4 Midlift, also vier Räder, die angetrieben werden können, wenn sie wollen. Sowie natürlich für die Wendigkeit hier, ne? So ein Midlift-Fahrwerk, ganz praktisch. Dann haben wir den 640 PS 3000 Newtonmeter Motor. Selbstverständlich ein 16-Gang-Getriebe werden wir hier definitiv benötigen. Und im Innenraum hat sich auch einiges getan. Da haben wir jetzt die Standardausführung, nicht die Exklusiv, weil die macht nur das Ganze ein bisschen hässlicher, wie ich finde. Ansonsten sind wir schön farbig, schön weiß, denn wenn wir verloren gehen, muss man uns ja wieder finden können. Dementsprechend für 226.000 Euro kann es direkt losgehen. Vielen Dank und dann schauen wir uns direkt mal in Peru genauer um. Und da sind wir jetzt schon gerade aus Perla rausgefahren in Peru und wie man sehen kann, ja, sieht das Ganze hier nicht ganz normal aus. Also da sind wir gerade losgefahren und es waren circa ETS 60 Kilometer bis hier. Also da merkt man mal, man muss entsprechend viele Kurven fahren und da hinten kommen noch mehr Kurven und dann Kurven und dann ist man am Ende hier oben. Also es ist ein bisschen bergig, wie man sehen kann. Und wir haben eine Strecke, die leicht so weitergehen wird. Also da sind Kurven entsprechend angebracht, aber gut, nach der Folge könnt ihr dann perfekt Kurven fahren. Dementsprechend legen wir auch schon los und ich will euch so ein bisschen heute Peru zeigen, beziehungsweise werden wir uns in den nächsten ETS-Videos, wie ich ja schon in den vorherigen ETS-Videos angekündigt habe, immer mal tolle ETS-2-Karten anschauen, denn das ist das, was wirklich Spaß macht, quasi den Erfindergeist der Modder zu beobachten. Und ein Erfindergeist ist direkt vor uns, nämlich die schicke Brücke. Ja, weil da hat es anscheinend Steine auf die Fahrbahn gehauen. Also Fahrbahn auf den Kies, könnte man sagen. Das heißt, jetzt müssen wir auf die Brücke fahren. Das macht das Ganze natürlich extremst einfach für uns, ne? Besonders, weil wenn man jetzt mal guckt, Moment, wenn man jetzt mal da runter guckt, da will ich eigentlich nicht runterfallen, weil ja, am Ende landet man da im See, im Fluss oder so. Also, uah, eieiei. Also man sieht schon, ja, das sieht doch gut aus, oder? Also, kann man so machen. Differentialsperre haben wir an Bord, aber die werden wir noch nicht brauchen. Die Reifen sind am Durchdrehen. Es ist ein bisschen schwierig hier anzufahren. Dann machen wir mal die Differentialsperre rein. So, Differentialsperre. Ja, jetzt klappt es irgendwie schon. So. Da ist es leicht am Wackeln. Na komm. Ja, und der Hänger, der wackelt auch ein bisschen. Was transportieren wir überhaupt, fragt ihr euch jetzt? Ja, das kann ich euch gleich sagen. Ich muss erst mal schauen, dass ich hier erfolgreich über die Brücke komme. Man sieht, ne, also, ja, sehr optimal hier liegen zu bleiben. Auch mit dem MAN. Das macht uns Mut, selbstverständlich. Boah, das schüttelt einem hier ganz schön durch. Ay, caramba, ey, Wahnsinn. Gut, auf jeden Fall haben wir auch hier tiefgekühlten Seehecht, 17 Tonnen mit an Bord. Der muss nach Tokotoko zu Postbett. Das werden wir hoffentlich schaffen. So, okay, wir sind wieder auf festem Untergrund, da bin ich froh. Ja, und nicht wundern, der LKW hat jetzt schon leichten Schaden und die Ladung auch. Denn vorhin gab es ein kleines Hindernis, ähnlich wie dieses hier. Und ja, da hat es schon leichte Probleme gegeben, nenne ich es jetzt mal. Also man muss ein bisschen aufpassen, weil auch der Hänger leidet darunter. Unser tiefgekühlter Seehecht soll nicht wieder darunter fliegen und weiterschwimmen. Deswegen, oh, das macht dem LKW zu schaffen.
Na, zurück. Das ist der Wahnsinn. Also, da kommt der Reifen nicht drüber über den großen Stein hier. Oioioi. Sag mal, komm. Na, da ist sie anscheinend beim einen Stück bei dem Auflieger was hängen geblieben von dem Euro-Goodies-Lack. Anscheinend, da müssen wir ein bisschen weiter nach rechts, ja, aber dann macht's aua. Da müssen wir so weit rechts wie möglich fahren, damit unser hier die eine Abdeckung, die Seitenabdeckung, nicht an den Steinen schleift, weil sonst kommen wir nicht weiter. Also es ist nichts für sehr, sehr große, breite, lange LKWs. Aber das macht nichts, weil der LKW bzw. MAN muss ich ja hier in der Praxis erstmal erproben. Und das machen wir jetzt. Ja. Optimale Erprobungsstrecke nenne ich, sage ich dazu, aber gut. Wir sind gleich in Yana Mayo und schauen uns dort dann gleich um. Da sieht man, ne, da unten wird es dann weitergehen. Interessant. Oh, Vorsicht. Das ist immer der optimale Punkt fürs Stehenbleiben. Boah, jeiei. Sag mal, Freund, du bist auch lustig. Der steht hier. Hier gab es anscheinend den Unfall ohne Warndreieck, ne? Ist ja hier nicht Pflicht, mit dabei zu haben. Gut. Ja, und wenn hier natürlich jetzt noch Gegenverkehr wäre mit den ganzen Hindernissen auf der Fahrbahn, dann wäre es entsprechend schwierig, da noch irgendwas zu überblicken. Also deswegen gibt es halt hier jetzt dann keinen großen Verkehr. Der Verkehr, der vorhanden wäre, der ist halt jetzt hier schon liegen geblieben, wie man sehen kann. Dadurch haben wir halt freiere Fahrt, mehr oder weniger. So, Moment, jetzt muss ich schauen, dass ich recht nah an dem bin, damit ich den links nicht streife. Ja, okay. Ja, aber was sagt ihr zu dem neuen MAN? Ich meine, Peru werden wir uns jetzt noch öfter anschauen. Da gibt es auch eine Stelle, die werden viele von euch wahrscheinlich auch kennen. Und zwar geht es da wirklich extrem schmal einen Pass hoch oder runter auf nicht befestigten Straßen. Und das macht natürlich dem LKW und dem Fahrer zu schaffen. Und da bin ich auch schon gespannt, wenn wir darauf stoßen werden. Aber ihr könnt mir trotzdem schon mal gerne schreiben, was ihr so von der Map denkt. Weil es eigentlich genau das Gegenteil ist zu Heilbronn. Heilbronn ist schön befestigt gewesen, war sehr übersichtlich, sehr skaliert auch von der Größe. Aber hier ist alles so, ich sag jetzt mal, unübersichtlich dazu. Weil es ist echt, ja, echt fragwürdig, was als nächstes kommt. Man weiß es nie, ob man jetzt da durch kann oder nicht. So, gut. Und jetzt geht's hier schon eher in die Berge. Bisschen bremsen, Vorsicht, hier wird es wieder ein bisschen schmaler. Boah, ey, die Straßen sind echt der Wahnsinn, also. So, vorsichtig. Man muss auch aufpassen, dass jetzt nicht in der Kurve ein Hindernis kommt oder so. Also das ist auch ein bisschen problematisch und man muss auch auf den Hänger achten. Weil nicht, dass der irgendwo runter schrubbt, das wäre auch nicht so schlau. Oh, wow, Wahnsinn. Was ist das denn bitte? Eine Wahnsinnsaussicht. Wow. Ach du Heiliger. Aber das ist echt genial hier, oder? Also von der Aussicht. Ich meine, man könnte sich entsprechend kurz machen und hier einfach direkt runter donnern. Aber das machen wir dann in einem Outtake mal. Probieren wir es einfach mal volle Kanne da runter zu brettern und schauen, ja, was passiert. Wer weiß. Boah, da. Wow. Man sieht halt auch nicht so genau, wie viel Platz noch ist, aber muss so weit es geht ausholen. Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. So, vorsichtig. So, hier rum. Ey, wenn da ein Hindernis kommt, ne? Tschüss. Rückwärts den Berg wieder hoch. Oh, genial. So. Ich hoffe, ich habe auch genug Tank, ne? Weil der. Die 6x2 bzw. 6x4er. Boah. Boah. Oh. Eieiei. Okay. Die sind halt mit einem kleinen Tank ausgestattet. Nicht mit dem großen. Also. Die mit den Liftachsen halt. Ja. Ja. Das ist ganz schön heftig hier. Aber wenigstens eine asphaltierte Strecke. Also, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber man darf halt keinesfalls darüber hinausschießen, weil schau mal, wo es dahin geht. Ja, da holt sich auch kein Rettungsteam der Welt mehr.
Die haben da keinen Bock drauf. Boah. Boah, der Hänger. Der Hänger lenkt schon mit, ne? Das letzte Rad lenkt mit, das war jetzt Aufliegerschaden, 1% mehr, naja gut. Das letzte Rad lenkt schon mit, aber ich kann nicht mehr ausholen. Ich meine, weil spätestens in der Kurve stehe ich dann komisch da, ne? So, deswegen, ich versuche schon so, ja, vorsichtig wie möglich zu fahren. Aber es ist halt nicht so ganz einfach. Und da müssen wir noch eine Zeitvorgabe einhalten. Also wir haben jetzt noch 350 Kilometer und müssen am Montag um 22.05 Uhr beziehungsweise Dienstag um 2.15 Uhr da sein. Also extrem wenig Zeit noch. Und laut Fahrplan brauchen wir noch 14 Stunden. Aber gut, muss man eben aufpassen. So, was haben wir hier für eine Aussicht? Also man muss hier echt aufpassen, weil die Aussicht lenkt halt auch so schön ab, weil die echt gut ist. So, mal schauen. Vorsichtig. Aber die Vielfalt ist auch... Oh, der Hänger. Oh, alter Schwede. Den Hänger hat es gerade richtig durchgeschüttelt. Oh, der ist da runter gehüpft. Oh, okay. Also das Tolle ist halt hier wirklich, du fährst um die Ecke und hast eine ganz andere Kulisse. Immer wieder eine ganz andere neue Kulisse. Es ist halt echt schön. Ja, ich glaube, wir werden hier auf jeden Fall mehrere Teile machen. Wow. Teile machen müssen. Über wie das Ganze hier ausschaut und was es gibt. Weil man braucht halt auch extrem lang, um ein bisschen Strecke zu machen. Oh, der Hänger wieder. Boah. Gut, da war wenigstens jetzt diesmal kein Abgrund. Aber, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, dass wir mit den 300 Litern im Tank jetzt durch die 300 Kilometer kommen, weil man muss ja schon sehr oft bremsen und wieder Gas geben, wieder bremsen, wieder Gas geben, ne? Oh, da ist wieder irgendwas. Ah, das ist eine Tankstelle. Das ist sowieso mega genial. Hier kann man tanken, Leute. Wie geil ist das denn, ne? Ah, ja, Dieselpreis 1,54. Und deutsche Verhältnisse. Ja, wir machen einmal voll hier. Ja, Warnblinker, ne? Ja, so tankt man. So tankt man. 160 Liter, 250 Euro, ey. Der verdient Geld. Aber ist ja auch logisch, ne? Der hockt da drin. Der Arme hat irgendwie auch keine gescheiten Arme. Aber egal. Gut. Weiter geht's. Danke dir. Das muss aber Premium-Diesel sein, wenn der hier 1,50 den Liter verlangt. Wobei ja eigentlich nur in Deutschland das Ganze gefördert ist. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also in Nachbarländern kostet ja der Diesel so viel wie super normal. Also genau. Von dem her muss man das auch in Relation setzen. So, aber ich glaube, man kann auf einer Tour hier 300 Kilometer schon eine ganze, ganze Menge erleben. Besonders wenn man es das erste Mal erkundet, so wie wir jetzt gerade. Also ich bin das erste Mal hier unterwegs. Und deswegen bin ich ja echt gespannt, was alles so auf uns wartet. So. Da hinten sind Baustellen. Wow, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich sag doch, ne, man kommt um die Ecke. Neues Szenario. Gut, wir haben hier wieder so eine Brücke. Ah, geniale Brücken haben die hier, ey. Das ist der Wahnsinn. Aber wenigstens kümmern sie sich um die Straßen. Also hier wollen sie ja sowieso asphaltieren, ne? Boah! Oh! Moment, 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 Moment! Der hängt gerade nur auf dem Fahrerhaus. Der Reifen hat keinen Grip vorne links. Der kommt da nicht hin. Wir müssen aufpassen. Wir müssen entweder die linke oder die rechte Spur nehmen. Das sind zwei Spuren quasi hier. Moment. Okay. Da muss man eigentlich in der Außenansicht bleiben, weil es ist extrem schwer. Genau hier, die Spur. Jetzt müssen wir nur schauen, dass der Hänger auch da drauf kommt. Weil wenn nicht, dann hängt der Hänger runter. Oh, 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 Mann. Aber schnell darüber hüpfen geht ja auch nicht, ne? Auf die linke. Denkt ihr, es klappt? Denkt ihr, es klappt? Weil wir müssen hier lenken. Mit Schwung vielleicht, hä? Was sagt ihr? Wie was? Boah! Der hängt komplett runter! Oh, bremst! Oh nein! Was ist das? Wo bin ich hier? Boah! Boah, schnell! Gas, 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 Gas! Alter Schwede! Ey, was ist das hier bitte? Was ist das hier?
Und wieso steht da einer? Wieso denkt er sich, es ist eine schlaue Idee, da zu stehen? Boah, alter Verwalter, hey. Der Hänger hängt einfach in der Luft. Ja, perfekt. Ich muss geradeaus weiter. Ah gut, die kann man umfahren. Ah, und der steht da auch nicht wirklich. Okay, dann ist alles okay. Ja, weil, ey, das wäre echt... Hui, schwierig, ey. Boah, da steht der Nächste. Wow, was ist denn hier passiert? Was? Da hat es einen ganzen Container runtergeschmettert. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und wer ist hier auf die Idee gekommen, die Dinger hinzustellen? Danke, sehr freundlich. Ey, die haben sich hier echt was überlegt. Für die 400 Kilometer, die wir hier fahren müssen. Vorsichtig, vorsichtig. Aber da wäre noch Platz, also das ist ein bisschen blöd. Rechts lenken und rum. Komm. Dann müssen wir eben schauen, wie weit wir kommen. Mit und ohne andocken. Naja, da nicht. So. So. Gut. Zwischenbilanz: 13% Fahrerhaus, 5% Anhänger, 2% Ladung. Schaden. Aber es macht ja eh einen Unterschied, ob wir jetzt rechtzeitig ankommen und der Fisch nicht verdorben ist oder ob die Ladung beschädigt ist. Also lieber schmeiße ich 5% des Fisches weg als 100%. Ja, weil der Fisch läuft ja auch ab, ne? Und dann wird er nicht mehr verkauft. Postbet ist doch eigentlich eine Supermarktkette, glaube ich. Von dem her müsste das ja eigentlich gehen. Aber gut. Ja, wir sind jetzt so circa, ja, mehr oder weniger bei der Hälfte. Oh, Polizei haben sie hier auch. Lustig. So, wir müssen hier rechts abbiegen. Oh, befestigte Straßen. Das ist ja mal was Neues. So, gut. Polizei ist auch am Start. Gut, dann hätte ich gesagt, die nächsten Kurven kommen auch schon. Schauen wir im nächsten Video, wie es weitergeht. Part 2 dann von unserer ersten Peru-Transportation, könnte man sagen. Ja, und dann hätte ich gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die erste Folge so fandet und wie ihr denkt, dass es weitergeht. In diesem Sinne, macht's gut und ciao. If you ever need a helper, hey.